Herren, herzlich willkommen zur ERC Prinzenkür 2016 hier im Gästezentrum Bad Hall. Die Prinzenkür des Bad Haller Karnevalclubs bildet jedes Jahr den offiziellen Auftakt zum Faschingstreiben in der Kurstadt. Im festlichen Ambiente des Bad Haller Gästezentrums trafen sich die Freunde des Bad Haller Faschings, um die regierenden Prinzenpaare zu verabschieden und die zukünftigen in ihr neues Amt einzuführen. Begleitet von den Musketieren, dem Elferrat und der Jugendgarde zogen die derzeit noch regierenden Hoheiten in den Saal ein. Den Auftakt machte die Jugendgarde des Karnevalclubs mit einem flotten Gardemarsch. Hier glänzten die angehenden Gardemädchen zur großen Freude der Gäste mit einer schwungvollen Choreografie und perfekten Tanzfiguren. Bevor das neue Prinzenpaar den Thron besteigen konnte, mussten die derzeit amtierenden Hoheiten von ihren Ämtern zurücktreten. Für Bürgermeister Bernhard Ruf war es ein Freudentag. Er bekam endlich seinen Rathausschlüssel zurück. Allerdings dürfte der sich nicht lange in seinem Besitz befinden, denn nach dem erfolgreichen Sturm der nahen Schar auf seinen Regierungssitz im Rathaus muss er ihn wieder herausrücken. Das Prinzenpaar Prinz Daniel I., der Saxophonspieler und Autodealer, und Prinzessin Bettina III., die anders denkt und neue Wege lenkt, sowie das Kinderprinzenpaar Prinz Simon II., der Fußballstar und Legonar, und Prinzessin Therese I., die flötenspielende Hip-Hop-Queen, legten schweren Herzens ihre Ämter zurück. Prinz Simon, schon der Zweite, sag ich leise, Servus heute. Nach zwei bunten, tollen Jahren, die wirklich ein Erlebnis war. Prinzessin sein war schon recht schön. Es könnte ruhig so weitergehen. Jetzt muss ich mich statt zu regieren, wieder aufs Tanzen konzentrieren. Kaum zu glauben, aber wahr, vorbei ist unser Prinzenjahr. Und wir erleben, keine Frage, mit euch echte Wahnsinnstage. Ich war, man stelle sich das vor, der erste Faschingsprinz aus Ruhr. Und wohl der letzte auch für immer, weil recht viele Fäsche gibt's dort nimmer. Ganz am Schluss sage ich euch heute danke für die schöne Zeit und wünsche euch, das ist ganz klar, ein tolles neues Faschingsjahr. Freuen Sie sich mit mir auf den Einzug der zukünftigen Prinzenpaare des BRCC. Alles wartete auf den großen Augenblick. Unter Fanfarenklingen begleiteten die Musketiere das zukünftige Prinzenpaar Markus Kaltenbrunner und Petra Schneckenreiter sowie das neue Kinderprinzenpaar Alexander Gattermann und Jana Elisa Zorn zu ihrem Regierungsantritt. Der kleine Prinz heißt Alexander II., der Comic-Fan und Pianist, der gerne am liebsten Pizza isst. Als Alexander von der Zweite begrüßt den Kirchherzenkönig. Ich bin der Prinz der Kinderpaare. In den nächsten beiden Jahren. Und die Prinzessin heißt Jana I., der Geigenstar Harry Potter Name. Was wäre denn ein Prinz allein? Da muss doch wer Prinzessin sein. Und für diese Wichtige bin ich bestimmt die Richtige. Beim zukünftigen Prinzenpaar verzögerte sich ihr Amtsantritt. Der Turnverein hatte Einwände, da im kommenden Fasching zwei wichtige Arbeitskräfte fehlen würden. Deshalb mussten die Elferräte sowie die Bürgermeister Bernhard Ruf, Herbert Pleimer, Karl Mayer und sogar BÖF-Bundespräsident Adi Mittendorfer als Kellner und Küchenkraft ihr Geschick beweisen. Dies, um nötigenfalls als Helfer bei den Faschingssitzungen einzuspringen. Doch dann war es endlich soweit. Im kommenden Fasching regieren die Bad Haller Nahenschar Prinz Berli I., der schenkt ihr ein vom Turnverein, und Prinzessin Petra II., die Powermaus vom Pflegehaus. Es ist uns wieder gelungen, zwei ganz, ganz tolle Paare zu finden. Das Kinderprinzenpaar, die Jana Zorn und Alexander Gattermann, einfach bezaubernd, lieb, 9 und 10 Jahre alt. Und natürlich das große Prinzenpaar mit der Schneckenreiter Petra und mit Markus Kaltenbrunner. Einfach ganz, ganz tolle Paare. Wie es sich für neue Regenten gehört, haben die neuen Hoheiten ihre eigene Proklamation an das närrische Volk. Obmann Raymond Schaumeier muss dem Prinzenpaar im Dillkostüm jedes Mal eine Maß Stiegelbier und eine Flasche Henkel Rosé servieren. Der Prinz ist ja ein begnadeter Turner. Um jedoch die Verletzungsgefahr bei seinen Sprungübungen während der Faschingszeit weitgehend einzugrenzen, wird der Bad Haller Turnverein angewiesen, nur bei Sprungkästen aus Schaumstoff
Stoff mit einer maximalen Höhe von 30 cm zu verwenden. Bereits nach dem Rathaussturm und Übernahme der Amtsgeschäfte von der Stadtregierung wird der BHCC und mit ihm die neuen Prinzenpaare, die Bad Haller Narrenschar, anführen. Da wollen wir natürlich unbedingt den Ratsschlüssel vom Herrn Bürgermeister Ruf haben und da wird die Gemeinderäte werden auf eine harte Probe gestellt und zwar heißt das Ganze fit in den Fasching und da müssen sie natürlich ihre Künste beim Turnen und Tanzen darstellen. Auch die Prinzengarde machte den neuen närrischen Regenten ihre Aufwartung. Mit der Darbietung ihres Showtanzes, mit Ausschnitten aus dem Musical Grease, gaben sie dem Abend eine besondere Note. Der Fasching in der Kurstadt ist eine anstrengende Zeit, da muss man sich schon gründlich darauf vorbereiten. Auch die Lieblingsgetränke der neuen Hoheiten müssen ständig vorrätig sein. Ja, für den Fasching bevorzuge ich den Henkel Rosé. Den Prinzen gibt es ausschließlich Stiegelbier. Beim Bad Haller Karneval Club laufen die Proben für das Programm der Faschingssitzungen bereits auf Hochtouren. Die Gäste erwartet wieder ein Showprogramm auf höchstem Niveau. Und wir wissen heute schon, dass es ein ganz, ganz toller Erfolg wird. Die Karten für die Bad Haller Faschingssitzungen sind sehr begehrt, da heißt es rasch zugreifen. Um Mitternacht haben sich schon die ersten Gäste, die unsere Faschingssitzung besuchen wollen, angestellt. Es ist immer so, dass am Anfang ab 11.11. der Kartenvorverkauf zunächst einmal boomt und dann gibt es immer noch genügend Karten. Wir haben immerhin 3.500 Plätze zu verkaufen und die verkauft man nicht an einem Tag. Also jeder, der die Faschingssitzung sehen will, nur anrufen oder hinkommen im Bürgerservicebüro der Stadtgemeinde Bad Hall. Es gibt genug Plätze frei. Mit dem Eröffnungswalzer der Prinzenpaare startete der Bad Haller Karneval Club offiziell in die fünfte Jahreszeit. Und mit ihm die zahlreichen Gäste.